Ja, ich bin noch ein bisschen mitgenommen. Es ja, tut sehr weh, wieder in den letzten Minuten wieder ein Tor zu kassieren. Ich denke, wir waren heute von vornherein ganz klar die bessere Mannschaft, so sehe ich das. Haben versäumt, in der ersten Halbzeit wirklich das Tor zu erzielen. Hatten vielleicht ein bisschen Pech mit dem Pfostenschuss von Molly. Dennoch zwei, drei Mal, wo wir einfach energischer sein hätten müssen, wirklich den Ball über die Linie zu spitzeln. Das hat uns gefehlt. Das haben wir am Anfang der Saison, war eh nicht so eine Spiele, auch wo wir an Chancen erarbeitet haben. Da war es aber so, dass wir aus zwei, drei Chancen wirklich zwei Tore gemacht haben. Das fehlt uns im Moment ein bisschen. Zweite Halbzeit, ja, genau dasselbe Bild. Wir rennen an. Ich denke nicht, dass ich mich erinnern kann, dass Erfurt großartig zu Chancen kam. Ja, so ist es wieder der Ball. Der Ball kommt rein, irgendwie Kopfballduell, fliegt genau wieder vor die Füße des Erfurters. Und ja, so stehen wir mit leeren Händen und sind, schauen wir in die Tonne. Lässt sich nur mit Pech erklären? Nö. Pech, es wäre zu einfach, das aufs Pech zu schieben, aber. Wie gesagt, wir haben es einfach versäumt, erste Halbzeit das Tor zu machen. Erfurt ist keine schlechte Mannschaft, die ja, aus dem Nichts auch Tore machen können, so wie auch heute. Ja, klar müssen wir uns selber an die eigene Nase fassen. Ja, ich wäre auch persönlich gesagt, mit einem Unentschieden wäre ich unzufrieden nach der Leistung, die wir heute gebracht haben. Ich denke, das war weit, weit besser, als dass wir in Münster abgeliefert haben. Darauf müssen wir aufbauen, das hilft nichts. Klar, es ist ein Fehlstart, 0 Punkte nach 2 Spielen, so haben wir uns das nicht vorgestellt, aber jetzt dürfen wir nicht die Köpfe in den Sand stecken und ja, jetzt müssen wir weiter arbeiten und am besten nächste Woche in Kiel schon wieder nachlegen. Christian, am Ende vielleicht noch ein Wort von dir zum ganzen